Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 90 von Kerbin Space Programm. Gut, wir müssen ins All im Endeffekt. Mal da ist unser Dunfort, den wir holen müssen. Und die, warte mal, Test Track können wir doch bestimmt recovern, oder? Ja, die soll erstmal wieder zurück. Guck mal, da kriegen wir sogar noch was wieder. Interessant, haben wir gar nicht beachtet. Oh, 10 Science-Punkte haben oder nicht haben, ne? Oh. Kriegen wir jetzt noch so viel? Nein, dieses gibt's nur zurück, ne? Das da unten ist unsere Gesamtsumme. Jebediah hat auch Punkte dafür gekriegt. Der war halt noch unterwegs wohl. Okay. Aber dann müssen wir jetzt hier rein. Und müssen gucken, dass wir das hinkriegen, dass wir den Dunfort da wegkriegen. Gut, wo ist Dunfort? Oh, das sieht ja schick da hinten aus. Ein blauer Nebel oder sowas, ne? Spiralnebel. Wo ist denn unser Planet? Da. Und da ist auch Dunfort schon wahrscheinlich, ne? Genau. Komm, Dunfort, du wirst unser Target. Gut. Dann da rein. Und da rein. Das ist schon mal klar. So, wir sind ziemlich nah beieinander. Dunfort fliegt vorweg. Und, oh, das sieht hier aber stark nach aus, dass es hier zu weit auseinander ist. Ich glaube, da müssen wir noch was tun mit unserer Flugrichtung. Ich glaube, wir müssen aber auch in dieser Richtung noch was tun, weil wir, denke ich mal, oder? Täuscht das? So, nee, das sieht ziemlich gut aus. Aber ich glaube, wir haben hier, wie gesagt, so einmal rauszoomen und von oben das Ganze angucken. Hier, das ist zu viel, der Abstand. Den müssen wir kleiner kriegen. So, dann machen wir da Add Manöver. Und wird so kleiner werden, ne? Ja. Sieht richtig gut aus, oder? Passt schon. Toll. So, hier unten auf, dass wir die Steuerung dann haben. Wenn wir an dem Punkt sind, müssen wir dann hier ein bisschen Gas geben, ne? So, wie weit ist er denn noch weg? Tendenz wird kleiner. Aber ja, wir hoffen, dass das so funktioniert, wie wir das vorhaben dann. So, dann müssen wir gleich Gas geben in 57 Sekunden. Das dauert mir zu lange. Dann machen wir mal ein bisschen schneller. So, Dunfurt ist durch. Wir noch nicht. Aber in 6 Sekunden, 4, 3, 2. Scheiße, brauchen wir gar nicht machen, sehe ich gerade. Weil wir haben einen Fehler gemacht. Dass wir das. Ah, komm. Geh nochmal auf. Was sind das hier für? Ah, jetzt habe ich ihn. Gut, das ist jetzt fehlgeschlagen, weil ich da jetzt was verdreht habe, was ich gar nicht wollte. Ja, jetzt ist dieser Punkt sowieso hin. Jetzt kann er weg. Ja, schade drum, ne? Das hätte gepasst wahrscheinlich. Nochmal rauszoomen. Und wir müssen kleiner werden, oder wie war das? Stopp. So. Und jetzt müssen wir natürlich noch zusehen, dass wir hier unten, das habe ich eben vergessen, in dieses blauen Punkt reinkommen. Wo ist er? Sehe keinen, doch, da unten ist er. Beeil dich mal ein bisschen. Weil jetzt müssen wir es schon gleich machen. Gut, das ist jetzt 5, 4, 3, 2, 1, go. Gut, passt. Können wir so lassen. Den machen wir weg, aber ich sehe schon. Unsere Bahnen sind doch relativ verschieden, ne? Das täuschte eben wohl, oder? So ist es ganz gut. Das heißt. Wir fliegen innen und nehmen eine Abkürzung, ist das richtig? Ja. Aber auch nur bis dahin wohl. Das ist ja auch gut so, wenn wir eine Abkürzung nehmen, weil wir müssen ja noch näher ran. Kann man jetzt schlecht sehen hier, ne?
Da sind wir aber noch außen, oder? Okay. Das heißt, wir müssen da wieder eine Verschiebung machen. Diesmal müssen wir das so verschieben. Ne, da kommen wir nach außen. Okay. Ich glaube, so müsste es sein. Gut. Wie weit ist das noch weg? Noch einiges. Wir müssen nur korrigieren, dass wir zu dem blauen Punkt wieder hinkommen. So, TT, passt. In einer Minute klappt das dann auch. In der Höhe sind wir nicht richtig. Machen wir gerade ein bisschen schneller. Gut. Punkt ist noch an der passenden Stelle. 6 Sekunden, 5, 4, 3, 2, 1, go. Und stopp. Passt. Der weg. Von oben nochmal drauf geguckt. Ja, wir sind innenliegend. Müssten jetzt aufholen können. Ach Gott, jetzt sieht man erst, wie schief das ist. Okay. Das heißt, sind das dann auch wieder längere und kürzere Bahnen dadurch? Ich glaube ja, ne? Okay, so passt's. Wir sind jetzt übereinander. Müssen aber erst noch bis da hinten irgendwo hin. Wo dann wir mit ihm auf einer Höhe sind, ne? 14 Kilometer. Hatten wir das schon mal? Wir hatten schon mal 10, glaub, oder? Okay, wollen wir hoffen, dass wir das irgendwann hinkriegen? Wie ist denn das jetzt hier? 11 Kilometer, okay. Okay, hier sind irgendwo unsere Bahnen gleich übereinander wohl, ne? Er ist bei 9 Kilometer. Okay. Ach, jetzt haben wir hier einen Abstand. Wir liegen innen. Toll, wir überholen ihn jetzt gerade. Soll jetzt aber auch egal sein, weil ich möchte ganz gerne, dass wir seine und unsere Bahn übereinander kriegen erstmal. So, Add-Manöver, ja. So, wo ist unsere Bahn und die weitere? Ich glaube, jetzt ist unsere Bahn übereinander. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir sie hier hinkriegen, genau. Ist aber, glaube ich, zu viel. Da hinten geht schon. Passt schon. So, schnellstens hier unten zu dem blauen hin. Jetzt hätte ich es gerne nochmal angeguckt, wie das wird. Ja, das wird nur so. Das ist schon mal gut. So, Gaspedal an. Und da brauchen wir gar nicht so viel Schub, nur 17. 3, 2, go. Stopp. Okay, jetzt müssten wir eigentlich bei ihm auf der Ebene mit sein. Das ist schon mal fast so. Gut. Und jetzt sind wir natürlich zu weit innen. Auch schön. Das würde bedeuten, wir müssen unsere Bahn jetzt vergrößern, ne?
Er fällt weiter zurück. Das heißt, wir müssen dort... Ah, das spielt also keine Rolle. Wir können erstmal vorfliegen. Wo sich unsere Bahnen schneiden, ne? Ist das Entscheidende dann. Da müssen wir erstmal in die Nähe kommen. Und das haben wir jetzt hier irgendwo auch gleich. Ich tippe mal drauf, dass es zwischen diesen beiden Marken hier am besten ist. Add Manöver. Ja, ich glaube, das machen wir so. Wiederum dahin, zu diesem blauen Punkt. Das ist unsere Richtung, in der wir dann arbeiten müssen. So. Das dauert 5 Minuten, das heißt, wir spulen vor. So, 15 Sekunden, das hört sich schon besser an. Richtung steht noch. Wie ist die Entfernung zu ihm? 27 Kilometer. Okay. 10,6, das ist nicht viel. Gut, passt. Na, das nicht. Resume Flight. Ich wollte den wegmachen und habe gedacht, den mache ich mit Escape weg, aber das ist anders. So. Wir sind außen, er ist innen, er kürzt ab. Das ist gut. Gucken, dass die Distanz dann auch passen wird, ne? So, 16. 13, 12, machen wir langsamer, weil wir müssen dann doch jetzt unsere Flugbahn wieder korrigieren. Wir müssen unsere Bahn kleiner kriegen. Das ist auch schon wieder hier nicht richtig, ne? Wir müssen auf jeden Fall langsamer werden. Add Manöver. Das war viel zu viel. Das ist gut. Falsche Richtung. TT. 20 Sekunden sollte passen. Schub geben und gucken, was passiert, ne? So, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Passt. Nicht die Escape-Taste drücken, da den Knopf wegmachen. So. Sieht schon wieder komisch aus, weil die Flugbahn von ihm viel höher ist wie unsere. 9000 Meter. Wir fliegen außen, er fliegt immer noch innen. Die Frage, wann gibt es eine Kreuzung? Das ist jetzt schon auf ziemlich kleiner Dingens Distanz hier, ne? Ich
glaube, da oben sieht es so aus, als ob wir wieder innen sind. Gut. Okay, weiter vor. Er ist hinter uns, aber Distanz wird kleiner, das ist schon mal gut. Jetzt wird sie aber schon wieder größer. Ich glaube, wir müssen da... Wenn es irgendwie gehen würde, ein Dingens haben, ne? Ein Wegpunkt. Geht aber so komischerweise nicht. Genau, andersrum ist es wieder. So rum. Gut. Wir sind wieder schneller. Das heißt, andersrum ist richtig wahrscheinlich. Okay, ich glaube, das machen wir mal so. Könnte klappen vielleicht, ne? Passend drehen. So. Und Zeit 2 Minuten vorspulen. 15. 1 Minute rum. Bisschen schneller nur. 30. 20. 10. Und Schub an der Finger. 2, 1, go. Wunderbar. Nein, nicht die Escape-Taste drücken. Der weg. So. Wie ist das denn jetzt wieder passiert, hä? Huh? Ah. 14 Kilometer. Wir sind innen. Wir wollen aber nicht innen, wir wollen außen. Ist da hinten irgendwo dann, dass wir außen sind? Sieht auch nicht so unbedingt aus, vielleicht hier oder so, aber das ist doch wieder voll doof. Dann sind wir viel schneller wieder weg. Add Manöver. Das ist die Ellipse aus der Dingens aus dem Zentrum zu bringen, glaube, ne? Ja. Das ist jetzt aber viel zu viel. Das reagiert unwahrscheinlich träge. Und da bin ich außen, aber wahrscheinlich viel zu weit außen dann.
Okay, ich glaube, so lassen wir es nochmal. Jetzt müssen wir hier nur den blauen Punkt suchen. Wo ist er? Irgendwo unten oder so, oder oben. Da ist er. Nein, falsch rumgelenkt. SRS gerade an, sonst klappt das nicht. So, da rein. Passt. 13 Sekunden noch. Einmal Schub geben und gucken, was passiert. 15 sind es diesmal dann. Drei, zwei, eins, go. Passt. Nein, ich habe wieder die Escape-Taste gedrückt. Darin. So, da gehen wir raus. Und dann sind wir Außenbahn. In der Hoffnung, dass es dann klappt. Eigentlich müssen wir jetzt hier ein Manöver setzen und dann die Bahn richtig schieben. Aber ich würde sagen, für diese Folge soll es auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.